seid alle von einem fröhlichen, wenn auch schon ein bisschen älteren Herzen gegrüßt. Wir wollen uns heute mit dem göttlichen Heilszeitplan näher beschäftigen, weil er ja uns heute Lebende direkt betrifft. Lesen wir dazu eine Bibelstelle, Psalm 42, Vers 3. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Jeder einzelne von uns, der die Schriften des Alten und des Neuen Testaments studiert, wird die Tatsache bestätigen, dass Gott seinen Plan in Zeitabschnitte eingeteilt hat. Die Geschichte der Offenbarung zeugt vom Fortschreiten göttlicher Offenbarung in den aufeinanderfolgenden Zeitaltern. Das haushaltungsgemäße Bibelstudium befasst sich mit dem Herausfinden bestimmter, eindeutig festgelegter, von Gott angegebener Zeitabschnitte und des geoffenbarten göttlichen Ziels in Bezug auf jeden Einzelnen von uns. Die unumschränkte, souveräne Absicht Gottes erkennt man in der Anordnung der aufeinanderfolgenden Zeitalter. Lesen wir einen Bibeltext, Matthäus 7, Vers 8. Wer da bittet, der empfängt, wer da sucht, der findet, und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Dass Gott einen Heilszeitplan hat, wird an vielen Stellen im Alten und im Neuen Testament geoffenbart. Genauso gibt es eindeutig festgelegte Zeitabschnitte in Bezug auf die göttlichen Ziele. Der Apostel Paulus schreibt von der Zeit zwischen Adam und Mose. Lesen wir einen Bibeltext, Römer 5, Vers 14. Aber der Tod herrschte von Adam bis auf Mose, sogar über die, welche nicht gesündigt hatten, in der Gleichheit der Übertretung Adams, der ein Bild des Zukünftigen ist. Johannes spricht davon, dass Mose das Gesetz gab, aber die Gnade und Wahrheit durch Christus gekommen ist. Christus erwähnt ebenfalls die Zeiten der Nationen, die offensichtlich von den jüdischen Zeiten und Zeitpunkten unterschieden werden müssen. Lesen wir einen Bibeltext, Lukas 21, Vers 24. Die Menschen werden mit dem Schwert getötet oder als Gefangene in die ganze Welt verschleppt werden. Jerusalem aber wird von nichtjüdischen Völkern besetzt und zerstört sein, bis deren Zeit abgelaufen ist. Diese Zeiten und Zeitpunkte müssen offenbar von den jüdischen Zeiten und Zeitpunkten unterschieden werden. In gleicher Weise spricht er von einer bis dahin nicht angekündigten Zeit zwischen seinem ersten und zweiten Kommen und weist auf ihre auffälligen Merkmale hin. Er sagt, eine noch zukünftige Zeit großer Trübsal voraus und beschreibt ihre Eigenarten. Aber am Ende wird für die Christusgläubigen die Zukunft strahlend hell. Lesen wir einen Bibeltext, 1. Johannes 2, Vers 8b.
die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint schon. Es gibt ein Ende der Tage für Israel sowie letzte Tage für die Gemeinde. Ein weiterer Bibeltext, 2. Timotheus 3, Vers 1 bis 5. Dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Tage eintreten werden, denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, Verleumder, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht liebend, Verräter, unbesonnen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott, die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen. Und von diesen wende dich weg. Der Apostel Johannes nimmt einen Zeitraum von 1000 Jahren vorweg und bezieht ihn auf die Herrschaft des Christus, in welchem die Gemeinde, seine Braut, mit ihm regieren wird. Dass Christus auf dem Thron Davids sitzen und ewiglich über das Haus Davids herrschen wird, ist durch den Engel Gabriel verkündet worden. Dass es einen neuen Himmel und eine neue Erde geben wird, ist eindeutig geoffenbart. Ein weiterer Bibeltext, Hebräer 1, die Verse 1 bis 2. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat. Hier wird der scharfe Kontrast zwischen ehemals, als Gott zu den Vätern durch die Propheten redete, und am Ende dieser Tage verdeutlicht, wo er zu uns redet in seinem Sohn. Ebenso ist klar offenbart, dass es frühere Zeitalter, dieses gegenwärtige Zeitalter und die kommenden Zeitalter gibt. Beachten wir Epheser 1, Vers 10. Das zukünftige Zeitalter wird hier der Haushalt der Fülle der Zeiten genannt. In gleicher Weise spricht er von einer bis dahin nicht angekündigten Zeit zwischen seinem ersten und zweiten Kommen und weist auf ihre auffälligen Merkmale hin. Nach dem Neuen Testament wird dieses gegenwärtige Zeitalter als verderblich gekennzeichnet. Es wird in Galater 1, Vers 5 die böse Welt genannt. Lesen wir einen Bibeltext. Galater 1, Vers 1 bis 5. Paulus, Apostel, nicht von Menschen her, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott, den Vater, der ihn aus den Toten auferweckt hat, und alle Brüder, die bei mir sind, den Gemeinden von Galatien, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden hingegeben hat, damit er uns herausreiße aus der gegenwärtigen bösen Welt nach dem Willen unseres Gottes und Vaters, dem die Herrlichkeit sei, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Man bezeichnet es so, weil es unter der Herrschaft Satans steht, welcher der Gott dieser Welt ist.
Dieses Zeitalter ist durch geistliche Finsternis gekennzeichnet. Diese Finsternis bringt ihre eigene Weisheit hervor, in der es kein Licht gibt. Und doch gibt Gott, der Herr, uns Mut und Hoffnung. Lesen wir dazu einen Bibeltext. 1. Korinther 2, Vers 6 und 7. Wir reden aber Weisheit unter den Vollkommenen, jedoch nicht Weisheit dieses Zeitalters, auch nicht der Fürsten dieses Zeitalters, die zunichte werden, sondern wir reden Gottes Weisheit in einem Geheimnis, die Verborgene, die Gott vorherbestimmt hat, vor den Zeitaltern zu unserer Herrlichkeit. Folglich wird sie durch Gottlosigkeit und Lüste geprägt, wovon sich der Gläubige abwenden soll, selbst wenn er früher entsprechend ihrer Weisheit und ihren Maßstäben gemäß wandelte. In mancherlei Hinsicht unterscheidet sich das gegenwärtige Zeitalter von allen Zeitaltern, die vor ihm liegen. In allen vorherigen Zeitaltern wurde Christus erwartet, doch im jetzigen Zeitalter ist er nicht nur gekommen, sondern auch gestorben sowie auferweckt worden und wird nun in seiner Stellung zur Rechten des Vaters gesehen. Der Heilige Geist, der in vorangegangenen Zeitaltern auf bestimmte Menschen kam, um ihnen Vollmacht zu einer gegebenen Aufgabe zu verleihen, ist jetzt in jedem Gläubigen als Wohnort eingezogen. Lesen wir einen Bibeltext, Römer 8, Vers 14. Welche der Geist Gottes treibt, die sind Kinder Gottes. In vorhergehenden Zeitaltern nahm die verkündigte frohe Botschaft etwas vorweg, doch im jetzigen Zeitalter erfolgt mit der Bekanntmachung der guten Nachricht die Verkündigung des vollbrachten Heils durch Jesus Christus. Die Offenbarung in vorherigen Zeitaltern war unvollständig. Doch in diesem gegenwärtigen Zeitalter, seit dem Kommen des Christus zur Offenbarung des Vaters, ist sie abgeschlossen. Da das jetzige Zeitalter durch Feindschaft gegenüber Gott und seinem Gesalbten gekennzeichnet ist, trägt es den Stempel eines bösen Zeitalters, was nicht für jedes vorangegangene Zeitalter gilt. Folglich steht dieses Zeitalter auf einmalige und noch nie dagewesene Weise unter der Herrschaft Satans, welcher der Gott dieser Welt ist. Einen Bibeltext. Matthäus 10, Vers 16. Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Darum seid klug wie die Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben. Das Volk Israel ist beiseite gestellt worden, weil Gott in besonderer Weise mit ihm handelt. Es kann die Erfüllung der ihm geltenden Verheißungen nicht in diesem Zeitalter erwarten. Diese Merkmale sagen uns, in welcher Weise sich das gegenwärtige Zeitalter von allen anderen unterscheidet. Es sieht so aus, dass Gott im gegenwärtigen Zeitalter einen Plan verfolgt,
durch den seine grenzenlose Gnade in alle Ewigkeit vollkommen entfaltet wird. Gestatte mir, dich zu segnen, dann sind wir ganz und gar mit dem Herrn Jesus verbunden. Der Herr segne und behüte dich. Der Herr lass sein Angesicht leuchten über dir, leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.